Dann können wir nämlich zu diesem Baum zurückkehren. Vielleicht hilft das ja, wenn wir den Baum damit beträufeln. Mal kurz gucken, der war hier oben. Müssen wir uns wieder gegen so viele Sumpfranzen. Aber die müssten ja mittlerweile ziemlich harmlos sein zu bekämpfen. Ja? Aber Fyris sollte die Feuerpfeile weglegen. Sanyasa! Weiche! Ja, die sind kaum der Rede wert. Aua. Sagte er und kriegt einen kritischen Treffer von einer kleinen Sumpfpflanze. Wait, das hat sogar gereicht, um Fyris auf Stufe 7 zu bringen. Vorgrim stirbt gleich wieder. Was? Ich glaube, ich sollte doch mal etwas Zauberei benutzen. Ja, das war knapp. Okay, davon ist wirklich mal wieder einzelne Sumpfranze. Okay, die großen waren Sumpfranzen, das andere waren andere Viecher. Trotzdem können wir aber sicher uns ihre annehmen. Auch wenn wir nicht viel rauskriegen. Eola. Vor allem aus den Wolfsraten kriegen wir, glaube ich, nichts Nützliches raus. Aber sicher. Was kriegen wir aus den Sumpfranzen? Fehlschlag. Eola. So, gehen wir jetzt direkt zum Baum. Mal kurz gucken, was steht denn hier. Okay, steht jetzt nichts davon, ob wir das Gegengift auf den Baum anwenden müssen oder ob wir es. Die haben uns leider entdeckt. Schade. Ah, diesmal sind es zum Glück nur drei. Höchstens die da oben kommen jetzt auch noch gleich angerannt. Die sich beim Baum rumtreiben. Und nebenbei, Fyris hat ja ein Level abgekriegt. Also können wir bei ihr den Bogen verbessern. Und ein paar Zauber. Balsam und so. Oh, und ein Lebenspunkt, das ja auch mal 35 hat. Dort lang. Wo läuft sie jetzt hin? Da sollte sie nicht hinrennen. So, ich mache mir ja erstmal nicht die Mühe hier alles zu zerlegen. Das dauert nämlich viel zu lange und ich glaube, das wird euch dann auch irgendwann langweilig, wenn ihr mir ständig dabei zusehen müsst, wie ich Tiere häute. Sind wir ja auch schon gleich am Baum. Ich bin jetzt wirklich mal gespannt, ob wir das Gift, Gegengift einfach drüber kippen müssen oder ob wir das für was anderes brauchen vielleicht.
Und ja, ich weiß, die Kämpfe gegen die Sumpfratzen sind jetzt nicht so spannend. Kann ich gerade noch irgendwas sagen? Ne, fällt mir jetzt gerade nichts ein. Erstmal den Kampf hier beenden. Und nur noch eine. So. Dann mal ab zum Morgendorn. Nein, wir können hier leider nichts machen. Können wir irgendwas mit dem Gegengift machen? Nein, das können wir auch nur ansehen. Schade, schade. Na gut, dann sammeln wir mal die Überreste der Rondra-Geweihten ein. Das klingt zwar sowas von nicht richtig, aber... Seht ihr, da ist schon wieder so ein Steinkopf. Der hat wirklich bei diesen kaputten Steinköpfen die Überreste begraben. Amulett. Jetzt fehlt nur noch das letzte Stück. Und zwar müssen wir dafür auch noch mal ein paar Sumpfranzen töten. Ah, genau, schon wieder so ein Kopf. Ei. Ha! Weiche. Die kleinen Sumpfranzen zieht diesmal hinter mir her. Naja, ist egal. Die kleinen können fast eh nichts. Und die Großen können eigentlich auch kaum was. Also wirklich gefährlich sind sie nicht, wenn man nicht gerade unvorsichtig ist, wie ich es vorhin kurz war. Ja. Noch ein Wuchtschlag vom Vorgriff, dass das etwas schneller geht. Naja, ich mache sogar mit meiner Armbrust ziemlich guten Schaden gegen die. Welche Stufe habe ich eigentlich? Naja, Feiris ist schon am weitesten voraus. Ich habe bald meinen Stufenaufstieg. Quano hinkt ziemlich hinterher. So. Treukröte, Wolfsratte, nur eins war die Sumpfranze. Jetzt haben wir die restlichen drei Teile, und zwar... Oh, ein Rondra-Amulett. Hut plus 2. Nee, das sollten wir nicht unbedingt behalten. Höchstens sie schenkt es uns aus Dank. Dann könnten wir es vielleicht behalten, aber... Ansonsten... Das wird immer noch als Piratenlager gekennzeichnet, obwohl die Piraten schon lange weg sind. Wieder zurück zum Tempel. Und rein da. Vorher mache ich mal einen Quick Save, sicher ist sicher. Und ich habe einen Stufenaufstieg gekriegt. Sehr schön. Armbrust. Lebenspunkt. Ich könnte meine Gewandtheit 1 höher bringen. Nein, ich brauche mal Astralpunkte. So. Und die Zauber verbessern. Sumus Leib. Na, das kann ich gut hoch verbessern mal. Steigerungspunkte kriegen wir garantiert hier noch genug.
Boah, kann ich die Kugelblitz jetzt auch hoch steigern? So. Und das war's schon fast mit meinen Steigerungspunkten. Na gut. Ja? Feiris hätte auch genug, um wenigstens 2 Punkte in AE. Vorgrim hat eine Menge. Vorgrim hat wirklich eine Menge, also kriegt er mal einen Körperkraftsbonus. Und natürlich ein bisschen Selbstbeherrschung und Zwergnase. Oh, und Schmieden könnte ich bei ihm noch etwas erhöhen. Wenn er so viele Punkte über hat, ist das eine Schande. Schlösser öffnen, maximieren. Selbstbeherrschung etwas höher. Und die Magiekunde. Und Falschen. So. Fehlt uns noch was? Nö. Dann mal zurück zur Rondra-Geweihten. Die war da unten rum. Jetzt wirkt der Tempel auch irgendwie ein bisschen heller, finde ich, nachdem wir die beiden Statuen da zerstört haben. Laris wartet immer noch hier darauf, dass wir ihre Begnadigung von Rondra holen. Naja, das können wir schnell erledigen. Wir müssen ja die Gebeine nur beisetzen und sie darum bitten, dass sie bei Rondra gutes Wort für... Du kehrst zurück. Hast du die Knochen der Priesterin gefunden? Ja, das habe ich. Sie lagen unter den Steinschädeln. Dann ist jetzt die Zeit gekommen, dir die... Du bist einer List aufgesessen. Ich habe dich nur benutzt, um an die Knochen der Priesterin zu gelangen. Dank deiner können wir ihre Seele nun doch noch der dunklen Göttin opfern. Ja. Ich wollte eigentlich noch sagen, jeder verdient eine zweite Chance, aber das... Schwestern, tötet ihn! Welche Schwestern? Ganz ehrlich, welche Schwestern? Ach, die da hinten. Gut. Ja? Vorgrim, zeig ihr mal auf deine Art, wie wir mit verräterischem Pack umgehen. Kuano wirft die beiden da hinten mal mit Sternstaub voll. Was? Und Feiris hilft ihm. Also die hat wirklich nicht besonders viel drauf. Dafür ihre dreizack schwingenden Schwestern. Feiris, lass dich mal etwas zurückfallen. Weiche! Achtung! Jetzt hat Vorgrim einen Stufenaufstieg, weil wir schon mal eine von ihren Schwestern getötet haben. Oh, ich kann jetzt schon Subos Schild Stufe 3 sprechen. Praktisch. Das mache ich am besten gleich mal. Weil besonders viel... Was? Besonders viel Punkte kostet das ja nicht. Was kostet das? 3 Ausdauer, 3 bis 15 Astralenergie. Was? Weiche! Ja? Kuano kann nochmal Sternstaub werfen. Vorgrim hat nicht mehr genug Ausdauer.